Herzlich willkommen zu meinem Kanal Naturlatein, auch www.naturlatein.de. Heute will ich euch ein bisschen darüber erzählen, was so die Voraussetzungen für die Bienenhaltung sind und wie man an seine ersten eigenen Bienen kommt und auch was man grundsätzlich erstmal so dafür braucht. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Und dann kommen wir gleich mal zu den rechtlichen Voraussetzungen der Bienenhaltung. Wer sich Bienen anschafft in Deutschland, hat die beim Veterinäramt anzumelden. Grund dafür sind Tierseuchen. Also es kostet einen soweit nichts, aber tritt irgendwo eine Tierseuche auf, bei den Bienen die amerikanische Faulbrut, dann muss das Veterinäramt wissen, wer hält wo Bienenvölker, auf welche Wege könnte die Seuche verschleppt werden, wo müssen wir Völker untersuchen, ob die auch krank sind. Ganz, ganz wichtig. Wenn jemand nicht weiß, dass er in so einem Sperrbezirk ist und seine Bienen wegbringt, die Bienen fliegen dann ja auch in dem neuen Gebiet wieder sehr weit, also können Seuchen sehr schnell verbreitet und auseinandergezogen, also verschleppt werden. Fiese Sache. Das nächste, eine Haftpflicht ist durchaus anzuraten, falls doch mal was mit den Bienen passiert oder die nachweislichen Schaden anrichten. Das könnte bei einem Bienenstecher durchaus auch mal passieren. Haftpflichtversicherung hat man automatisch, wenn man in den Imkerverein eintritt. Grundsätzlich auch zu empfehlen, weil man da auch von anderen Imkern Tipps und Tricks kriegt oder auch mal einen Imker einen etwas begleitet. Zudem hat man auch noch eine Diebstahlsversicherung über die Imkervereine. Hat mich auch schon mal getroffen, habe ich auch etwas mehr Völker verloren bzw. sind mir entwendet worden und da habe ich zumindest den Materialpreis grob rausgekriegt, dass ich neue Kisten kaufen konnte. Den Rest musste ich selbst befüllen. Ja, was braucht man noch? Platz. Selbst wenn man nur 2 bis 3 Völker hält, die Schleuder muss irgendwo hin. Ich rede jetzt von der Magazinimkerei, so das, was der Großteil der Imker in Deutschland macht, mit mehreren Kästen und Rähmchen. Kisten, Honigräume, die im Winter nicht drauf sind. Schleier muss irgendwo hin, das ganze Werkzeug, Rähmchen, die man noch lagert, Eimer, der Honig muss eingelagert werden, wenn man ihn geerntet hat. Na, wenn man jetzt 6, 7 Völker hat, dann wird man nicht gleich alles abfüllen. Aber kommt schon einiges an Platzbedarf zustande und oder zusammen. Und so hinter einer Tür, einer kleinen Ecke, das reicht schon nicht mehr. Also ja, bei mir ist es fast eine ganze Garage voll und es sammelt sich dann doch einiges an. Also auch bei 2 bis 3 Völkern dran denken, die Abstellkammer kann schon mal knapp werden. Zumindest im Winter, wenn alles eingelagert wird. So. Und was noch? Ein Standort auch zu überlegen. Also es gibt Balkonimkerei auch schön und gut. Allerdings, wer sich irgendwo auf seinem Grundstück was hinstellt, man muss sich überlegen, haben die einen Platz, der ein bisschen nach Süden ausgerichtet ist. Ich brauche kein Bienenvolk irgendwo hinter das Haus in den Schatten zu stellen, das ist blöd. Geht auch, aber nicht unbedingt von Vorteil. Flugrichtung, passt das? Also direkt über die Nachbarsterrasse sollten die nicht ihr Ausflugsloch haben am Gartenzaun. Kommt nicht so gut, da kann man sich schnell Ärger einhandeln. Kinder, wenn man welche hat, nicht neben das Spielhaus. Unsere Bienen, wenn wir die haben, die meisten sind ja friedlich, aber eine närrische ist immer irgendwo dabei und die ist dann nicht mehr kinderfreundlich. Kommt nicht so gut. Auch bei Haustieren manchmal problematisch. Ja. Das sollte man sich überlegen. Alles im Vorfeld, schon mal vorbereiten. Und dann, wie kriege ich denn meine Bienen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich ziehe jetzt mal so die 3 gängigsten auf. Da wäre zum einen Anfang des Jahres, also so sollte man sich schon Mitte März drum kümmern. Ziemlich zeitig. Und zwar das, der Kauf von einem überwinterten Bienenvolk. Vom Imker oder... Ja, natürlich vom Imker, andere verkaufen keine. Geht dann auch über den Verein ganz gut, wenn man da eintritt. Dann sagen die, haben auch schon Bescheid, der und der hat was zu verkaufen. Rechtzeitig sollte man sich darum kümmern, weil viele Imker doch auch ihre Völker verlieren und Bienenvölker recht schnell ausverkauft sein können. Ich habe dieses Jahr auch einen ganzen Schwung verkauft. Und ja, die ersten 3 haben schon alle aufgekauft und ich hatte noch zig Anrufe. Das ist die eine Möglichkeit. Dann fährt man hin mit seiner Kiste, zahlt seinen Obolus. Momentan sind das je nach Volk und Volkstärke zwischen 100 und 200 Euro. Das ist unterschiedlich je nach Imker. Fährt mit der Kiste hin, packt die Rähmchen in die eigene Kiste, fegt den Rest rein,
nimm das Volk mit nach Hause. Immer dran denken, mindestens 3 Kilometer umstellen oder ungefähr 3 Kilometer, weil sonst fliegen sie wieder zurück, dass sie sich neu einfliegen müssen. Ja. Das nächste wäre ein Schwarm einschlagen. Also na, irgendwann, manchmal ja schon im Mai oder oftmals schon im Mai, schwärmen die Bienen auch mal. Wenn man irgendwo einen Schwarm findet, einen herrenlosen Schwarm natürlich, kommt aber selten vor, oder man zumindest von einem Imker oder jemand anderen einen Schwarm angeboten kriegt, kann man den gleich in der Kiste einschlagen, in der Beute. So heißt es ja richtig. Geht auch ganz gut, der bringt einen in dem Jahr nicht unbedingt Honig. Kann vielleicht schon mal klappen, die ein oder andere Wabe, da muss man mal schauen. Je nachdem zu welcher Jahreszeit und wie groß und stark der Schwarm ist, kann das auch noch mal ein bisschen Sommertracht bringen, kann passieren. Meistens allerdings nicht. So. Die dritte Möglichkeit ist dann, in dem Jahr einen Ableger zu kaufen, zum Winter hin oder auch im Sommer. Ich habe damals Ableger im Sommer bekommen, also habe während des Bienenjahres beim Imkerverein angerufen, beim Vorsitzenden, dass ich Interesse habe, und der hat mich gleich zu sich eingeladen, hat mir das angeguckt, hat gesagt, was ich an Material brauche. Dazu komme ich in späteren Videos auch noch, ne? Die Grundausstattung, die werde ich nochmal im Einzelnen erklären. Und der hatte mir das gezeigt, so und so sieht das aus. Ja, 2 Wochen später, ich hingefahren mit vorbereiteten Beuten, alles umgehängt, und die Völker mussten sich, also ich habe gleich 2 bekommen, und die Völker mussten sich erst entwickeln bis zum Winter, also noch aufbauen. Ich habe die dann eingefüttert, gab in dem Jahr keinen Honig mehr und habe die dann selbstständig überwintert, ne, und Honig erst im nächsten Jahr ernten können, kamen auch beide durch. Ne, das ist so ein Risiko, wenn man natürlich selber aufzieht und einwintert, dass man die auch verlieren kann. Deswegen, wer anfängt, ich finde es an und für sich, na, wer halt gleich Honig ernten möchte, ist es gut, Anfang des Jahres sich gleich ein richtiges Wirtschaftsvolk zu kaufen. Ansonsten für manche auch nicht schlecht, ne, wer so sich langsam rantasten will, erstmal selber Völker aufzubauen. Das sollte man dann aber nicht mit einem machen, weil wenn das im Winter kaputt geht, ist das doof, man fängt wieder von vorne an oder muss dann doch eins kaufen. Also 2 bis 3 kann man durchaus machen. Sollte man später eh immer, ne, 1, 2 können immer mal sterben, und dann kann man zum nächsten Jahr aus dem einen, das man noch hat, wieder aufbauen. So. Aber das sind die 3 Möglichkeiten. Entweder Wirtschaftsvolk gleich im Frühjahr, im zeitigen Frühjahr kaufen, einen Schwarm einschlagen, oder im Bienenjahr, also im Sommer, einen Ableger ziehen. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal grob weiterhelfen. Zu der Grundausstattung, wie gesagt, komme ich noch. Auch werde ich noch mal Videos machen über Einraumbeuten. Verschiedene. Ich hatte mal 1,5 deutsche Normalmaß. Das habe ich mittlerweile abgestoßen. Zu den Gründen komme ich dann, wenn ich darüber noch mal was erzähle. Bienenkiste und all sowas will ich euch dann auch noch mal zeigen, aber in anderen Videos. So. Dann bis zum nächsten Mal. Und am besten um Schwärme oder Ableger kümmern. Zum Völker kaufen ist es jetzt schon zu spät. Ende April kriegt man kaum noch was. Und wir sehen uns. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Bis dann.